Marx analysiert grundlegende Wirkungszusammenhänge, die elementaren Bausteine kapitalistischer Gesellschaften. Was ist Ware, was ist Kapital, was ist Geld, was sind Wirkungszusammenhänge und wie wird Profit erwirtschaftet und so weiter. Und indem er Begriffe dafür schafft, können wir gesellschaftliche Zusammenhänge verstehen, können Dynamiken kapitalistischer Entwicklungen verstehen, können aber auch bestimmte Herrschaftsverhältnisse im Kapitalismus verstehen. Aber ich glaube, wenn man heute über Wirtschaft, Arbeit spricht, dann kommt man um bestimmte Phänomene nicht herum, die jetzt unter dem Begriff Digitalisierung laufen. Und man fragt sich, okay, jetzt hat Marx bestimmte Instrumente bereitgestellt, vielleicht auch, wie der Prozess der Ausbeutung funktioniert, aber wie ist das jetzt eigentlich heute und taugt es dann noch? The present wave of restructuring after the 2007-2008 financial crisis, it couldn't be more useful because it enables you to see past both the pessimistic scenarios that say robots are going to take all the jobs and that there's going to be mass unemployment, and the optimistic scenarios that say, oh, we've arrived at a marvelous new post-capitalist world where the old models will no longer be valid and we will have a sharing economy. And it's Marx, more than anyone, who helps us understand why. Die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise ist ein gutes Beispiel. Wir kennen in der öffentlichen Debatte, dass hier beispielsweise die gierigen Banker verantwortlich gemacht wurden oder maßlose Spekulation des Finanzkapitals oder falsche Wirtschaftspolitiken, falsche Politik der FED und so weiter verantwortlich gemacht wurde. Mit Marx können wir sehen, dass dass die Krise kein Ergebnis oder nicht reduzierbar ist auf falsches Handeln einzelner Akteure, sondern dass Kapitalismus systemimmanente Krisenursachen hat und dass wir anfangen zu suchen, was sind quasi die systemischen Ursachen für Krise. Capitalism constantly needs to generate value in new ways. So there's a continual drive for innovation. And for that innovation, you need labor. Was dann für mich wichtig war für die Analyse, wie das dann heute ist mit der Computerisierung, war, dass, so wie ich Marx verstehe, er sagt, dass das Arbeitsmittel sehr entscheidend ist, also die Maschine. Und die Frage ist, wenn die Maschine aber vielleicht heute gar nicht mehr das wichtige, das zentrale Arbeitsmittel ist, sondern Software, dann sagt er ja, mit dem Arbeitsmittel hängt zusammen auch eine bestimmte Form der Arbeitsorganisation, der Kooperation, der Arbeitsteilung. Wie verändert die sich dann? What I would say is that in the aftermath of the financial crisis, capitalists are looking to do two things. One is to cheapen the value of the labor in the existing industries and processes. And the other is to develop new business models to create new commodities and new kinds of economic activity. And digitization is an important underpinning for both of those things. Aber es gibt doch auch wieder Wege, also wie zum Beispiel über diese Open Source Sache oder auch das Crowdwork, dass man dann doch bestimmte Vorteile aus dieser größeren Kooperation wieder sozusagen privatisieren kann und dann doch in gewisser Weise kommerzialisieren kann. There is another kind of commodity which is actually based on bringing human sociality itself within the scope of capitalist relations. So you could
take examples like cleaning, taxi driving, doing household chores, gardening, window cleaning, etc., which were activities that previously economists didn't pay much attention to because they took place kind of cash in hand in local economies in a very informal context. But thanks to large online platforms like TaskRabbit or Uber or MyBuilder.com or whatever, they have been, those kinds of labour have been brought within the scope of capitalist time disciplines and capitalist relations. Dass sich sozusagen im Unternehmen nicht mehr nur auf die Kreativität und das Wissen im Unternehmen, bei den Leuten, die ich angestellt habe, angewiesen bin, sondern ja über Plattformen im Prinzip potenziell global Leute, alle, die zu diesem Thema arbeiten, in die Kooperation reinholen kann. I think it's no accident that both Uber and Airbnb were founded in 2010, which is shortly after the economic crisis, and when, you know, credit was difficult to get. And they had a business model that was very much based on persuading, externalizing the cost of investment. The model was based on persuading members of the public to pay the mortgage or the repayment on the purchase of the car and put them in touch with each other and basically take a rent. It was a rental model. But the world doesn't stand still. People react. Workers were starting to organise against them. Policymakers were starting to try and regulate them. So what are they doing? Uber has done the classic capitalist thing of what are they doing now? They're investing in driverless cars. But they're ratcheting up their profits by taking advantage of automation. So it's absolutely capitalism as usual. Wenn wir uns aktuelle Lohnkämpfe angucken oder Auseinandersetzungen um Lohnniveau, um Arbeitszeit, um Arbeitsbedingungen und ähnliches, wird häufig um die Kategorie des Fair oder um den fairen Lohn gestritten und Ausbeutung negativ diskutiert und als Ausbeutung häufig eine übermäßige Anwendung oder Benutzen von Arbeitskraft, ganz niedrige Löhne, ganz schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter erklärt. Und mit Marx lässt sich verstehen, dass in der Kategorie des Lohns, also in der Notwendigkeit, deine Arbeitskraft zu verkaufen, um dich überhaupt selbst reproduzieren zu können, die Ausbeutung, die Abschöpfung von Mehrwert zwangsläufig enthalten ist. Wir können Ökonomie im engeren Sinne überhaupt nicht ohne ihre Einbettung in gesellschaftliche, in soziale Beziehungen verstehen. Und erst das lässt uns den Blick auf Grundzusammenhänge, wie beispielsweise das Lohn-Arbeitsverhältnis oder Ähnliches, errichten. Und das sind Momente, die in der Volkswirtschaftslehre überhaupt nicht vorkommen. But often people enter the workforce very idealistically, wanting to make something, wanting to do something, wanting to make a difference in life, especially if it's work that involves the delivery of a service to the public, like, creating kind of social use values, or if it's creative work that sort of draws on their own stores of creativity. So it often comes as a very painful shock. The moment when such workers suddenly discover that the employer doesn't really give a damn about their values, they just want to make a profit from it.